Festlich ging es zu beim Neujahrsempfang in Oedöling. Diesmal in der neuen Betriebshalle der Firma Meiler. Die Bevölkerung wurde mit Sekt und Blasmusik begrüßt und von den Ortspolitikern. Allen voran Frau Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. Heuer ist es ein ganz besonderer Ort und ich freue mich wirklich sehr, denn das Firmengebäude der Firma Meiler, ganz an der Autobahn in Oed, ist nunmehr fertiggestellt. Und nächsten Montag, also am 13. Jänner, wird hier der Betrieb gestartet. Und bevor es dann offiziell mit der Arbeit hier losgeht, dürfen wir von der Gemeinde da herein in die Fabrikshalle, in die Werkshalle und können da unseren Neujahrsempfang abhalten. Wo bin ich sehr dankbar, weil ich glaube, die Leute sind doch alle neugierig. Was ist da entstanden? Was ist das für eine Firma? Ein toller Betrieb, der auch viele Arbeitsplätze in der Gemeinde schafft. Aus finanzieller Sicht bedeutet eine große Firma im Ortsgebiet immer ein Gewinn für eine Gemeinde. Ein Glücksfall für Oedöling. Wir haben ja zwei bestehende Standorte in Österreich gehabt. Das war einmal in Waidhofen an der Ybbs und einmal in Asten bei Linz. Und wir haben uns mit diesem Gebäude, konnten wir aufgrund der langjährigen, nachhaltigen, guten Wirtschaftslage eben einfach beide Standorte an einem konzentrieren. Hier mit der perfekten Verkehrsanbindung mit der A1. Wir sind ja Aufbauer von Kippern und LKW-Aufbauer. Und da ist natürlich logistisch wahnsinnig von Vorteil, wenn man natürlich hier einen direkten Anschluss zur Autobahn hat. In Bezug auf den Wandel des Ortsbildes müssen die Oedölinger flexibel bleiben. Denn hier ist es alles andere als öd. Ja, vor allem der Ortsteil Oedöling ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Wir haben das Glück gehabt, dass das Land Niederösterreich aus dem ehemaligen Meierhof Gründe abverkauft hat. Und die sind eigentlich alle ganz schnell verkauft gewesen, denn die Lage ist wunderbar vor der Bezirksstadt, direkt an der Einfahrt oder direkt neben der Westautobahn. Und der Ort Oed, dieser alte Markt Oed, der hat halt die Lage an der Autobahn. Das ist Fluch und Segen zugleich. Für Betriebe natürlich gut, denn die suchen die Nähe, um hier sehr mobil sein zu können. Die Gemeindepolitiker treiben weitere Projekte für ihre Bürger voran. Zum Beispiel den Ausbau des Glasfasernetzes oder die Sanierung des Kindergartens und der Volksschule. Wichtig ist, dass dieses Gemeinsame in einer Gemeinde, und das ist heute in einer kleineren Gemeinde schon ganz wichtig, dass da alle zusammenhelfen. Da kann die Bürgermeisterin alleine gar nichts ausrichten, auch nicht die Gemeinderäte. Da braucht es die Vereine, da braucht es die Ehrenamtlichen, da braucht es so viele, die kleine und größere Beiträge liefern müssen, dass dieses Miteinander gut gelingt und dass damit auch die Lebensqualität wirklich eine sehr hohe ist. Ich glaube, je größer unser Umfeld wird, je mobiler wir werden, umso mehr sucht man irgendwo einen Ort, einen Platz, wo man wirklich zu Hause sein kann, wo man sich wohlfühlen kann, wo man gut leben kann, wo für die Kinder gut gesorgt wird, wo für die alten Menschen gut gesorgt wird. Und da bemühen wir uns seitens der Gemeinde wirklich alles zu tun, dass diese Wohn- und Lebensqualität gut ist und noch besser wird. Mit Optimismus ging es also in das neue Arbeitsjahr der Gemeinde Oedöling, damit es auch am Jahresende wieder Grund zum Feiern gibt. Thank you.